Freunde und Geschäfte. Endlich liegt der Flughafen hinter uns. Das Wetter ist herrlich und wir sind unterwegs zu neuen Abenteuern und Bekanntschaften. Unser Thema: Freunde, Menschen und Geschäfte. Amici, persone e affari. Amici, persone e affari. Ich soll jemanden kennenlernen. Meine Freunde wollen ihn mir vorstellen. Präsentazione. Präsentazione. Darf ich Ihnen Herrn, Frau vorstellen? Le presento il signor, la signora. Le presento il signor, la signora. Sehr angenehm. Molto piacere. Molto piacere. Wie geht es Ihnen? Come sta? Come sta? Im Allgemeinen wird dabei nur eine höfliche Antwort erwartet. Danke, gut. Und Ihnen? Bene, grazie. E lei? Bene, grazie. E lei? Wenn es weniger förmlich zugeht, fragen wir: Was gibt's Neues? Wie steht's? Come va? Come vanno le cose? Come va? Come vanno le cose? Alles in Ordnung. Va tutto bene. Va tutto bene. Manchmal ist es auch angebracht, näheres Interesse zu zeigen. Wie geht es Ihrer Frau, Ihrem Mann? Come sta sua moglie, suo marito? Come sta sua moglie, suo marito? Auch hierauf lautet die Antwort meist: Danke der Nachfrage. Grazie per l'interessamento. Grazie per l'interessamento. Vielleicht fragt man sie: Wie heißen Sie? Come si chiama? Come si chiama? Darauf entgegnen Sie: Ich heiße. Mi chiamo. Mi chiamo. Vorsicht, diese Frage ist sehr persönlich und kann mitunter peinlich sein. Deswegen vorsichtig. Wie alt sind Sie? Quanti anni ha? Hai? Quanti anni ha? Hai? Ich selber antworte darauf schon seit vielen Jahren: Ich bin 20. Ho 20 anni. Ho 20 anni. Ich wurde 1980 geboren. Sono nato, nata nel 1980. Sono nato, nata nel 1980. Woher kommen Sie? Di dove lei? Di dove lei? Woher ich bin? Ich bin aus Deutschland. Vengo dalla Germania. Dalla Germania. Wenn unser Gesprächspartner uns sympathisch ist, wollen wir ihn näher kennenlernen. Was machen Sie beruflich? Lei di cosa si occupa? Lei di cosa si occupa? Wie viele Kinder haben Sie? Quanti figli ha? Quanti figli ha? Eine mögliche Antwort: Ich habe einen Sohn und eine Tochter. Ho
un maschio e una femmina. Ho un maschio e una femmina. Sind Sie alleine hier? È qui da solo, sola? È qui da solo, sola? Daraufhin kann man erzählen, mit wem man gekommen ist. Ich bin hier mit... Sono venuto, venuta qui con... Sono venuto, venuta qui con... Meiner Frau, meinem Mann. Mia moglie. Mio marito. Mia moglie. Mio marito. Meinen Eltern, meinen Kindern. I miei genitori. I miei figli. I miei genitori. I miei figli. Manchmal wollen wir lieber gleich klarstellen. Ich bin verheiratet. Sono sposato, sposata. Sono sposato, sposata. Oder ich bin ledig. Sono single. Sono single. Geschieden. Divorziato. Divorziata. Divorziato, divorziata. Oder verwitwet. Vedovo. Vedova. Vedovo, vedova. Nun will Ihr Gegenüber sicherlich wissen, ob es sich lohnt, diese Bekanntschaft zu vertiefen. Für wie lange sind Sie gekommen? Per quanto tempo si trattiene? Per quanto tempo si trattiene? Sie erinnern sich doch, für einen Tag, eine Woche, einen Monat. Un giorno, una settimana, un mese. Un giorno, una settimana, un mese. Kommen wir nun zum Zweck Ihres Besuchs. Ich bin hier. Sono venuto, venuta. Sono venuto, venuta. Und nun folgt das Detail. Zum Urlaub, auf Besuch. Per vacanza, in visita. Per vacanza, in visita. Oder auch für einen Ausflug zu Geschäften. In gita, per affari. In gita, per affari. Und wo sind Sie untergebracht? Wo wohnen Sie? Dove alloggia? Dove alloggia? Vielleicht will man Ihnen etwas vorschlagen. Was haben Sie heute Abend vor? Cosa fa questa sera? Cosa fa questa sera? Beim Abschied sollte man die gemeinsamen Bekannten nicht vergessen. Meine Grüße an... Saluti a... Saluti a...